Hey Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 3 hier in London und die Raketen sind schon unter Vollgas, wie man sieht, und wir müssen die jetzt auf diesen Reaper abfeuern. Los geht's! Zielsuchsystem verbessert. Feuer! Untere Interferenz. Hat sie getroffen? Nicht wirklich. Was ist passiert? Der Reaper ist noch zu nah an dem Strahl. Wir haben nur noch zwei Raketen. Und wir haben nicht mal eine Delle gemacht. Der Reaper muss aus dem Einflussbereich des Strahls raus. Und näher zu uns. Kommando, Hammer wird überall überrannt. Reaper-Bodentruppen nähern sich ihrer Position. Nicht schon wieder. Wir kämpfen uns zu ihnen durch. Halten Sie durch, Commander. Halten Sie durch. Alles klar. Bei der Göttin. Noch mehr? Alle durchhalten. Wir schaffen das. Das will ich doch schon hoffen. Da kommen sie! Oh. Rohlinge. Noch einer. Shit, ich glaube, ich bin hier mitten in einem Rohlinglager. Okay, ging auch. Heuschrecke! Wo? Das Heuschrecke. Das war mal nah dran. Wir müssen diese Raketenbatterie jetzt wahrscheinlich verteidigen. Shit. Noch irgendwelche Benjis? Wow, sind die nah dran. Okay. Was? Da kommen so viele nach. Schaut mal. Also ich habe festgestellt, dass die Benjis... Wo? Marodeur hier? Benjis, wenn sie keine Barriere mehr haben, sehr biotikanfällig sind, also für Warp und so. Commander, Zerstörer ist in Reichweite. Raketen sind abschussbereit. Verstanden, Lady. Okay. Gehen wir da schnell hin. Zielsuchsystem online. Reaper in Reichweite. Komm schon, komm schon, komm schon, Lady. Ashley schaut skeptisch. Kannibalen. Feuer! Er geht runter! Feuern Sie aus allen Rohren! Gute Arbeit, Edie. Shepard, wir sind auf dem Weg zu Ihrer Position. Verstanden. Na toll, jetzt. Hier drüben. Jetzt gut, seid ihr da. Wir haben es geschafft.
Es sah nicht gut aus. Es wird schlimmer. Klar wird es das. Hackett hat gerade gemeldet, dass mehrere Reaper der Sovereign-Klasse, einschließlich des Vorboten, das Gefecht mit Schwert verlassen haben und hierher unterwegs sind. Des Vorboten? Dadurch kann Hackett den Tigel in Stellung bringen. Aber wir müssen ein Team auf die Citadel kriegen, um die Arme zu öffnen. Jetzt. Auch wenn wir das schaffen, wissen wir nicht, was uns auf der Citadel erwartet. Dann ist das unsere Aufgabe. Rausfinden, womit wir es zu tun haben. Also gut, dann alle Abmarsch. Geben Sie mir Admiral Hackett. Auf zum Strahl, um zur Citadel zu kommen. Oh, das ist der Tigel, oder? Der ist schon ganz schön riesig. Und den sollen sie beschützen. Ja, das ist eine Aufgabe. Verfügbare Staffeln, Reaper aufhalten, die das Gefecht verlassen. Wir müssen Hammer mehr Zeit geben. Von hier aus geht's auf direkten Weg zum Strahl. Ein direkter Weg, auf dem die Reaper uns vernichten wollen. Wir müssen nur eine Handvoll Truppen durchbringen. Nur eine Handvoll, was? Wir wussten, dass das ein Wabonspiel ist. So wie die Portianer damals nur eine Handvoll Leute auf die Citadel gebracht haben durch die Röhre und dann verhindern konnten, dass die Reaper wieder zurückkommen über ihren Standardweg durch die Citadel. Ich bin stolz auf sie alle. Ich wüsste nicht, mit wem ich das lieber täte. Niemand schafft's allein. Das Ziel ist in Sichtweite. Also gut, an alle. Jetzt zählt's. Sieht nicht gut aus. Scheiße. Schön gesagt. Ein Reaper. Wahrscheinlich ist es sogar der Vorbote oder so. Nee, glaube ich nicht. Der ist größer. Denke ich. Wir müssen weg. Ah, wir müssen laufen. Schaut mal. Was war ich hier? Boah. Und wieder alles ausgelöscht wird um uns herum. Ui. Normandy, hören Sie mich! Evakuierung, sofort!
Oh, die Normandie. Los! Wie gehen wir jetzt? Oh, ja, hat's auch erwischt. Sie müssen weg von hier. Bei allem Respekt, Commander. Jetzt keine Diskussionen, Ash. Verdammt, ich schaffe das. Oh, das ist der Moment des Abschieds. Ich werde dich immer lieben. Du kannst das. Egal, was heute hier passiert, ich werde dich immer lieben. Shepard, ich... Wow. Los! Da lebt noch jemand. Ah, okay. Den linken Bumper kann ich die Pistole heben. Der hat es nicht geschafft. Okay. Boah, schaut mal, überall Tote. Da ist der Strahl. Uff. Der? Oh, auch vorbei. Shit, ist gar nicht so einfach. Wow. Du lebst nicht mehr, oder? Nee. Boah, der war fies.
Hm? Oh, Keeper. Ein Keeper. Shepard. Shepard. Anderson. Auch hier oben? Ich bin Ihnen gefolgt, aber wir sind nicht an derselben Stelle rausgekommen. Uff, glaube ich. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Alles okay? Es ging mir schon besser. Ich fühle mich wie tot. Lebe aber noch. Es ist dunkel. Menschliche Überreste. Ich verstehe. Ich bin in einem dunklen Gang. Hm. Wie aus Ihrer Beschreibung der Kollektorenbasis. Das leuchtet ein. Glauben Sie, die machen hier einen Reaper? Klar. Die Anlage auf der Erde. Und hier oben werden die Leute verarbeitet. Das ist doch pervers. Ich gehe weiter. Je früher wir diese Mistkerle in die Hölle schicken, desto besser. Okay, ich kann unseren... Aber wo zum Teufel sind wir? Gute Frage. Muss ein Teil der Citadel sein, in dem ich noch nie war. Okay. Ich wollte unseren Shepard von vorne anschauen. Das geht nicht. Aber er kann sich vorwärts bewegen. Gut, von da sind wir gekommen. Wir müssen wahrscheinlich in die Richtung. Ich guck mal bloß kurz ins Logbuch, Leute. Da ist nichts. Ich wollte gerade schauen, wie dieser Abschnitt der Mission heißt. Hier gibt es keine weiteren Abschnitte. Wir arbeiten uns weiter voran. Wir sind auf der Citadel. Es sieht nicht gut aus. Gar nicht gut. Wie schaut es denn eigentlich aus? Wo ist denn dieser Keeper, den wir vorhin gesehen haben? Da ist er. Der ist immun gegen unsere Schüsse. Okay. Ja, Leute, der Anderson hat es geschafft. Der ist uns nachgekommen, wie auch immer er das gemacht hat. Jo. Bewegen wir uns mal diesen langen Gang. Das ist, glaube ich, ein neuer Licht. Anderson? Eine der Wände hier hat sich gerade neu ausgerichtet. Der Ort bewegt sich, ändert sich. Schau mal. Hier ist eine Spalte. Ich glaube, ich nähere mich einem Ausgang. Okay. Ah, und das wird die... Oh, schaut mal, die Toten. Das sind alles Leute, die von der Oberfläche hochgebeamt wurden und dann scheinbar umgebracht wurden oder so. Und das wird die Spalte sein, von der Anderson redet. Oh, Leute. Gehen Sie nicht zu weit voraus. Genau. Oh, da bewegt sich was. Hab gerade die Spalte gefunden, von der Sie gesprochen haben. Moment. Ich sehe was. Vielleicht eine Steuerkonsole. Ich gehe einfach mal weiter und sehe mir das an. Mach das nicht, Anderson. Okay, Leute, wir... Verdammt, jawohl. Wir gehen auch weiter und zwar am Anfang vom nächsten Part von Mass Effect 3 hier jetzt auf der Citadel in einem Bereich, den wohl noch keiner gesehen hat, außer die Keeper. Bin gespannt, was uns jenseits dieses Spaltes erwartet. Vor allem, wenn ich mich drehe, hebt der Shepard immer den Arm mit der Pistole. Sehr interessant. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.